Ening momentan Bronze. Dafür, wenn es so ausgehen sollte, muss er jetzt fehlerfrei bleiben. Und dann heißt es erneut wieder mal nach, ich glaube, 4 Jahren wieder deutscher Meister Mario Stevens. Nicht zu früh freuen, nicht zu früh beschreien, denn 9 Jahre. 9 Jahre ist er, wie gesagt, jung und hat in diesem Jahr mit seinen so jungen 9 Jahren wirklich abgeliefert, dass einfach nur wirklich ja die Heide wackelte. Ob eben ja in Hagen, ob eben ja dieser besondere Toppreis im großen Preis eben in Hamburg vorne mit dabei gewesen, Platz Nummer 4. Starissa glänzte allesamt bei seinen Auftritten. So, und Mario ging vorhin als Letzter, diesen Parcours ab, ging danach sein Pferd eben auch holen. Ganz einfach nur genau getaktet das Ganze, unglaublich konzentriert das Ganze. Und so konzentriert geht er jetzt eben auch diese letzte Runde einfach an. Er weiß, er muss abhaken, jedes Thema einfach angehen, abhaken, konzentriert das Ganze abhaken. So, und auf diesen ja, großartigen Sportler vertrauen, der ihn in den letzten Wochen und Monaten nicht einmal enttäuscht und auch hier nicht. Deutscher Meister ist Mario Stevens. Und da sieht man, wie sich dann die Freude entlädt. Nicht, weil er das Ganze schon einmal erreicht hat, sondern in diesem Falle war das Ganze so bravourös einfach geplant. Nach dem Jahre 2018, meine Damen und Herren, wiederholt er das Ganze nochmal hier mit Starissa. Ich möchte fast so ein bisschen sagen, vielleicht mit Ansage das Ganze, denn überall, wo er in den letzten Wochenenden aufgetaucht, da waren die beiden, ich will nicht sagen unschlagbar, das wäre ein ganz klein wenig vermessen, aber die waren einfach brillant, brillant waren die beiden einfach unterwegs. Mario Stevens, meine Damen und Herren, holt sich die Goldmedaille. Philipp Rüping, der hat das Ganze so unglaublich cool am Ende.